Star Wars hatte in den letzten Jahren so die ein oder andere Kontroverse. Darunter die drei Sequel-Filme Episode 7 bis 9, die sehr gemischt unter den Fans aufgenommen wurden. Aber auch außerhalb der Filme gab es die ein oder andere Veröffentlichung, mit der nicht jeder Fan glücklich war. Ich habe mir allerdings letztens nochmal ein paar The Mandalorian-Folgen angeschaut und dabei ist mir nicht nur wieder mal aufgefallen, wie sehr ich diese Serie auch liebe, sondern auch wie sehr The Mandalorian versucht, einige dieser Fehler wieder gerade zu biegen, mit teils erstaunlichen Erfolgen. Deswegen gibt es heute ein Video genau darüber, wie The Mandalorian es schafft, einige dieser nicht guten Schritte von Star Wars wieder gerade zu biegen. Fangen wir da mal direkt mit dem ersten Punkt an und um die Katze direkt aus dem Sack zu lassen, zwei Worte: Luke Skywalker. Ich bin mit dem alten Legends EU aufgewachsen, also mit den Büchern, Comics und Videospielen, die außerhalb der Filme vor dem Kauf von Disney die Geschichte der Star Wars Galaxis weitererzählen. In diesem erweiterten Universum gab es absolut epische Geschichten, aber auch das ein oder andere, was nicht so gut lief. Aber eine Sache zieht sich definitiv durch all diese Geschichten, die nach Episode 6 spielen, durch: Luke Skywalker und die Solo-Skywalker-Familie im Allgemeinen. Wenn man die dutzenden Bücher und Comics dieser Ära liest, bekommt man mit dieser Familie eine absolute Achterbahnfahrt. Ein Luke, der undercover beim auferstandenen Imperator als Sith-Schüler arbeitet und fast von der dunklen Seite verschlungen wird. Han und Leia, die heiraten, zuerst Zwillinge und dann noch einen Sohn bekommen, die unzählige Male entführt und gerettet werden. Ein Luke, der sich verliebt, selbst heiratet und einen Sohn bekommt, der einen neuen Jedi-Orden gründet und mit den Höhen und Tiefen klarkommen muss, die so ein Jedi-Orden mit sich bringt. Aber auch ein Luke Skywalker, der damit leben muss, dass sein jüngster Neffe von extragalaktischen Invasoren getötet wird und sein anderer Neffe als neuer Sith-Lord die Galaxis auf den Kopf stellt und seine eigene Frau tötet. All das sind Star Wars-Fans der 90er und 2000er Jahre mit dieser Familie mitgegangen. Dann kommen die Sequels raus. Han, Luke und Leia sind in den drei Filmen nie alle zusammen in einem Raum, Han stirbt super schnell, Luke ist ein alter, verkrumpelter Mann im Exil und stirbt durch Altersschwäche und Leias Potenzial wird leider auch nicht ausgenutzt. Man muss sich das mal durch den Kopf gehen lassen. Han und Leias Kind ist in den Filmen von der dunklen Seite verführt worden und terrorisiert die Galaxis. Und der war, während er ein Schüler bei Lukes Jedi-Akademie war, verführt worden. Da wäre vielleicht mal ein gemeinsames Gespräch zwischen Luke, Leia und vielleicht auch Han für die drei Charaktere, aber auch für uns als Zuschauer, wichtig gewesen und auch interessant gewesen. Wie reagiert Luke auf Leias Trauer? Wie reagiert Leia darauf, dass Luke ihren Sohn verloren hat? Das wäre doch mega interessant gewesen, das zu sehen und einfach die drei Charaktere mal wieder zusammen zu sehen, wäre auch einfach schön gewesen. Aber das gab es nicht mal ansatzweise. Versteht mich nicht falsch, die Idee, einen Luke zu haben, der Fehler gemacht hat und dafür Buße tut, finde ich jetzt per se nicht schlecht. Die Umsetzung in den Filmen davon war es allerdings schon. Wenn man jetzt aber weiß, was für tolle Geschichten mit diesem Charakter und mit dieser Familie schon erzählt wurden, ist das was echt Schweres zu schlucken, wenn man sieht, was für ein Potenzial mit diesen doch sehr beliebten Charakteren in den Sequels einfach verschwendet wurde. Und dann kommt The Mandalorian daher und zeigt Luke in einem wahrlich epischen Moment. Wenn ich beim Schreiben dieses Skriptes und auch beim Lesen des Skriptes nur daran denke, bekomme ich Gänsehaut. Für manche sah das vielleicht overpowered aus, aber im Vergleich zum späteren Luke aus den Büchern in Legends ist der Luke hier in The Mandalorian einfach mal gar nichts. Von daher haben die da eine schöne Balance gefunden. The Mandalorian gibt uns hier das, was die Sequels einfach nicht konnten oder nicht wollten. Was, wenn man das Budget der Serie und der Filme vergleicht, schon wirklich sehr erstaunlich ist. Es scheint mir hier so, als wolle The Mandalorian den Fans damit sagen: Es tut uns total leid, was unsere Kollegen da verbockt haben. Wir wissen, ihr Fans liebt Luke Skywalker und ihr wollt was von Luke sehen, als er auf der Höhe seiner Zeit war? Kein Problem, hier habt ihr ihn. Und das bereitet mir heute fast ein Jahr nach dem Finale immer noch Freude. So, jetzt heißt The Mandalorian aber ja auch The Mandalorian. Es geht also um Mandalorianer. Bei dem Thema versucht The Mandalorian was gerade zu biegen, was nicht mal unter Disney vermurkst wurde, sondern schon einige Jahre vorher. Denn die eigentliche Idee hinter den Mandalorianern ist ja die Idee dieser quasi Space-Wikinger. Eine Gruppe an erstklassigen Söldnern, die auf Kreuzzügen die Galaxis bereisen, nichts als Verwüstung hinter sich lassen und von nur recht wenigen, wie den Jedi überhaupt aufgehalten werden können. Wir hatten da in den 90ern und 2000ern einige Romane und Comics zu, die die Mandalorianer und deren Kultur ziemlich gut aufgebaut haben. Und dann kam The Clone Wars und hat so ziemlich alles davon kaputt gemacht.
Man kann zu The Clone Wars sagen, was man will, aber mit dem alten Legends EU hat das nicht wirklich gut zusammengearbeitet. Eher im Gegenteil, es hat einiges von dem alten Legends EU zerstört. Aus den clanbasierten kriegerischen Mandalorianern, die ihre Fähigkeiten entweder in eigenen Kreuzzügen einsetzten oder als Söldner und Kopfgeldjäger arbeiteten, wurden in The Clone Wars eine abgespeckte, pazifistische Version, die auf einmal aristokratisch aufgebaut war, eher so Mandalorianerchen als richtige Mandalorianer. Das klingt halt einfach nicht nach Mandalorianern, eher vielleicht nach den pazifistischen Tals oder den Kamasi, aber nicht nach Mandalorianern. Und ja, falls ihr euch das fragt, The Clone Wars hätte auch mit den originalen Mandalorianern diesen Konflikt mit der Death Watch ohne diesen pazifistischen Ansatz hinbekommen. Denn auch in Legends kämpften die sogenannten wahren Mandalorianer gegen die Death Watch. Hier ging es aber nicht um Pazifismus gegen Terrorismus, sondern mehr um die Auslegung und die Richtung, in der ihre kriegerischen Fähigkeiten gesehen werden sollten. Und nicht unbedingt darum, ob Mandalorianer jetzt ganz friedlich sein sollten oder nicht. Für mich ist diese Veränderung ein wenig so, als würden die Sith jetzt in der nächsten Serie als die absolut friedlichsten Leute dargestellt werden, die keiner Fliege was zuleide tun können. Und nur die böse kleine Splitterfraktion der Sith, die Death Sith oder was auch immer, wollen diese wieder zu den wahren Sith machen. Das fänd doch auch jeder komisch, oder? In The Mandalorian ist von diesem pazifistischen Ansatz der Mandalorianer eigentlich gar nichts mehr zu sehen, was meiner Meinung nach gut ist, da das wirklich nicht zu den Mandalorianern passt. Was sich aber auch trotzdem gut mit der Clone Wars Geschichte vereinbaren lässt, da The Mandalorian fast 30 Jahre später spielt und die Mandalorianer können sich da einfach verändert haben. Aber The Mandalorian ändert noch einen weiteren Aspekt der Mandalorianer ab. Denn ursprünglich war es so, dass die Mandalorianer sich hauptsächlich durch Adoption vergrößern. Natürlich gab es auch Beziehungen bei Mandalorianern und damit auch mandalorianische Babys. Die Mandalorianer bauten aber eben auch eine Kultur der Adoption auf. Waisenkinder, die nach den Schlachten gefunden wurden, wurden von Mandalorianern aufgenommen und als ihre eigenen Kinder aufgezogen. Dabei war es egal, ob das Kind jetzt von einem Zivilisten war oder auch ein Kind der Feinde, die die Mandalorianer nur kurz vorher getötet hatten. Und auch die Spezies spielte dabei keine Rolle. So ziemlich jede Spezies, egal ob jetzt Mensch, Rodianer, Twi'lek, was auch immer, konnte durch Adoption zu wahren Mandalorianern werden. Fanden Mandalorianer Waisenkinder, nahmen sie diese typischerweise eigentlich auf. Und in The Clone Wars? Da sind Mandalorianer ausschließlich Menschen. Von Adoption ist nichts zu sehen und die Mandalorianer scheinen fast rassistisch, da sie dafür zu sorgen scheinen, dass die Gene rein mandalorianisch bleiben und sie sich mit niemand anderem fortpflanzen. Das nimmt den Mandalorianern einiges an Tiefe. In The Mandalorian erfahren wir dann allerdings, dass der Mandalorianer das übrig gebliebene Beskar für die Findelkinder hergibt und er selbst scheint ja ein Findelkind gewesen zu sein. Ob es da jetzt auch nichtmenschliche Findelkinder gibt, wissen wir nicht. Generell erfahren wir wenig darüber. Trotzdem zeigt das, dass The Mandalorian hier zurück zu den Wurzeln geht und die eigentliche Tiefe der Mandalorianer, die durch The Clone Wars zerstört wurde, versucht wieder aufzubauen, was doch sehr schön zu sehen ist. Okay, Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist das, was circa ein Jahr nach Episode 6, also nach Endor, passierte. Denn hier fand die Schlacht von Jakku statt und danach wurde ein Frieden zwischen Neuer Republik und dem Imperium geschlossen. Mit Abrüstungsklauseln, die beiden Fraktionen auferlegten, ihr Militär in den kommenden Jahren drastisch zu verringern. Lange Zeit war das die offizielle Geschichte der Star Wars Galaxis. Zwischen 5 und 35 nach der Schlacht von Yavin keinerlei Konflikte, bis dann die Erste Ordnung so richtig Stress machte. Vergleicht man das mit den Geschehnissen in Legends, wo das offizielle Imperium noch über ein Jahrzehnt bestand und es verschiedene imperiale Kriegsherren und andere Fraktionen gab, ist Legends tausendmal spannender mit viel, viel spannenderen Konflikten. Und selbst wenn es die Legends-Werke jetzt nie gegeben hätte, klingt die Kanon-Version hier eher nach 30 Jahren, in denen eher wenig passiert. Was dann aber auch weitere Geschichten zu der Zeit mit potenziell Han, Luke, Leia, Chewbacca, aber auch mit neueren Charakteren mindestens schwierig, wenn nicht sehr langweilig und unmöglich macht. Das ändert The Mandalorian jetzt. Das spielt 5 Jahre nach Endor, also 4 Jahre nach diesem Friedensschluss. Und da haben wir ja schon in Staffel 1 mit Moff Gideon eine imperiale Splitterfraktion, die sich scheinbar nicht an den Friedensschluss hält. Man merkt in The Mandalorian, dass diese Imperialen nicht auf der Höhe sind. Es sind dann nicht die besten Leute beim Imperium vorhanden und auch die Ausrüstung scheint teilweise alt und abgenutzt. Was aber ja durchaus auch zur Geschichte passt,
Wäre das das Imperium auf seiner Höhe, würde dieser Friedensvertrag nicht sehr wahrscheinlich aussehen. So sieht's aber aus, als ob es wirklich eine imperiale Splitterfraktion ist, die nicht mehr die Unterstützung dieses riesigen Imperiums hat, sondern nur sich das geschnappt hat, was halt gerade noch zur Verfügung war. Und das offizielle Imperium rüstet ab, aber die nutzen die Sachen halt noch, die sie haben, bekommen aber nichts Neues mehr. Aber in Staffel 2 bekommen wir auch einen Ausblick auf noch was Größeres. Thrawn wird erwähnt, der einer der 12 Großadmiräle ist. Der höchste Rang in der imperialen Flotte. Und wir sehen eine Untertanin von ihm einen Planeten ausbeuten. Vermutlich um Rohstoffe für was Neues Großes zu bekommen. Damit scheint es in der Galaxis zu der Zeit doch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen zu sein. Was uns in Zukunft eine Menge interessanter Geschichten ermöglicht. Natürlich mit Thrawn, aber auch mit vielen anderen imperialen Fraktionen, die vielleicht den Friedensschluss nicht akzeptieren und so weitermachen wie zuvor. Da gerade diese Zeit nach Endor meine Lieblings-Star-Wars-Ära ist, freut mich das enorm, dass The Mandalorian uns da diese Möglichkeit eröffnet. So transformiert The Mandalorian eine Zeit, die durch die Bücher sehr langweilig gemacht wurde, zu einer der vielleicht interessantesten Zeiten im Star-Wars-Kanon. Dann haben wir in The Mandalorian natürlich einige recht offensichtliche Sachen, die ich schon öfter angesprochen habe. In den Sequels war es ja quasi so, als wäre das ein komplettes Reboot der Star-Wars-Galaxis. Bis auf einen Wookiee, einen Solostana und einen Mon Calamari gab es keine bekannten Spezies. Es wurde auf keinerlei Story-Elemente der anderen vorherigen Filme eingegangen. Und bekannte Planeten gab es nicht einen einzigen quasi. Nicht mal das Zentrum der Macht der Galaxis Coruscant wurde auch nur in einem Nebensatz erwähnt, geschweige denn gezeigt. Da habe ich immer gesagt, dass dieses nur alles komplett neu mir überhaupt nicht gefällt. Meiner Meinung nach aber auch nicht gut für das Franchise ist. Mir aber der komplette Gegensatz, nur Altbekanntes an Spezies, Technologie und Planeten zu zeigen, auch zu platt wäre. Es müsste eine gute Mischung geben, die Sequels halt einfach nicht hinbekommen haben. Und genau das schafft The Mandalorian in all seinen Folgen meiner Meinung nach fast perfekt, diese Mischung aus Alt und Neu. Weshalb ich hoffe, dass Lucasfilm da das positive Feedback der Fans sieht und daraus lernt, das häufiger zu machen. In den kommenden Serien und Filmen genauso eine Mischung aus Alt und Neu zu nehmen, wie es die ursprünglichen Star Wars Filme auch getan haben. Und dann haben wir natürlich noch etwas, was noch so halb offen ist bezüglich Snoke, Palpatine und das Klonen. Klon Palpatine hat mir aus verschiedenen Gründen in Episode 9 wirklich nicht gefallen. Dass uns im Film gar nicht mal erklärt wird, dass er ein Klon ist und dass wir auch keine Erklärung bekommen, ob Palpatine jetzt vollständig tot ist oder sein Geist vielleicht in ein paar Jahren in einem anderen Körper einfach wiederkommen kann. Und wir bekommen dann Episode 9.2. Da habe ich aber auch vor einem Jahr oder so ein eigenes Video zu gemacht. Und auch Snoke, der geheimnisvolle Oberbösewicht, war im Endeffekt einfach vollkommen nutzlos und nichtssagend. Jetzt hat The Mandalorian noch keine definitive Brücke zu Snoke und Palpatine geschlagen. Die Andeutungen sind aber ja da. Wir haben Klonwissenschaftler, die Grogu und dessen Blut untersuchen wollen, Inkubationsröhren mit verkrüppelten Personen darin und ein Imperium, das generell auf dieses stark machtsensitive Wesen Grogu scharf ist. Das kann jetzt für andere Dinge genutzt werden, könnte aber auch auf die eine oder andere Art und Weise mit Palpatine und oder Snoke verbunden sein. Und das könnte uns wiederum eine dringend benötigte Hintergrundgeschichte zu Palpatine und Snoke in den Sequels liefern. Da wir ja auch in The Bad Batch immer mehr Hinweise auf andere Klonmethoden und ein imperiales Klonprogramm erhalten, glaube ich auch immer mehr, dass The Mandalorian mit The Bad Batch in diese Richtung Palpatine-Snoke gehen wird. Das kann grauenhaft nach hinten losgehen. Da The Mandalorian bisher aber alle Themen einwandfrei und mit Respekt behandelt hat, glaube ich, dass sie auch diese Story hier gut hinkriegen werden. Wenn es denn wirklich in die Richtung gehen wird. Ich meine, ein Baby aus Yodas Spezies mit in die Serie als Hauptcharakter einzubauen, das hätte in vielerlei Art und Weise nach hinten losgehen können. Hat es aber nicht. Deswegen nehme ich den Punkt auch hiermit ins Video rein. Denn ich glaube, dass, wenn es richtig ausgeführt wird, das Ganze das Drumherum des Sequels um einiges verbessern kann. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr zu den hier angeführten Punkten steht. Und macht The Mandalorian für euch noch was anderes extrem richtig oder extrem falsch? Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo riesig freuen. Und wenn es euch so sehr gefallen hat, dass ihr mich darüber hinaus unterstützen möchtet, schaut gerne mal in meine Mitgliedschaft rein. Ab 1,99 € im Monat könnt ihr mich da riesig unterstützen. Hier findet ihr noch ein Video über die komplette Geschichte der Mandalorianer in Legends und hier ein kurzes Erklärvideo dazu, wie lange man eigentlich mit Jetpacks fliegen konnte, auf meinem neuen Star Wars Basics Kanal. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag
Bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.